Sicherheitskräfte in Venezuela haben am Wochenende mehr als 40 Personen festgenommen. Sie sollen Geschäfte mit Lebensmitteln und Haushaltswaren in Caracas geplündert haben. Zahlreiche Läden sind seit Tagen geschlossen, da es kaum Strom im Land gibt. Die Krise in Venezuela verschärft sich dadurch weiter. Wie lange die schlechte Stromversorgung noch anhält, ist zurzeit unklar. Der selbsternannte Übergangspräsident Guaido hat unter anderem Deutschland um technische Hilfe und Beratung gebeten. Die Ursache für den landesweiten Stromausfall ist noch nicht bekannt. Präsident Maduro wirft den USA vor, diesen mit einem Cyberangriff ausgelöst zu haben. Die Opposition wirft hingegen der Regierung vor, nicht genug in die Wartung des Stromnetzes investiert zu haben.